So, und damit herzlich willkommen bei Granny. Ja, Granny ist mal wieder am Start. Ja, wir haben ja im letzten Video, haben wir ja das neue Update uns im Praktikum angeguckt. Und nun in diesen nächsten zwei Granny-Videos werden wir versuchen, einmal mit dem Auto und einmal durch die Tür zu flüchten. Ja. Also, ich sagen, here we go. So, extra logs, komm, machen wir es ein bisschen unterhaltsam. So, here we go. So. Und natürlich machen wir das alles an. An. Tag 1. Ja. Wie immer, alles am ersten Tag. Es gibt für alles einen ersten Tag. Hab ich sie auf Easy oder war sie im Practice? Nee, sie war doch auf Easy. Easy peasy. So, zack. Mensch. Granny hat den Tag der offenen Tür. Wuhu. Darf sich jeder Granny und ihr Haus angucken. Jetzt mal den Sound ein bisschen hoch. Hui. Bom. Habe ich hier das Bild? App. Ich habe Granny schon gehört. Granny. Granny. Bleibst denn du? Ah, da bist du ja. Hui. Schnell zu ab in den Keller. La 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 la. Hilfe. Hammer. Gut. Da haben wir schon mal was. Das wir benötigen. Wumm! Das ist Granny. Sieht sie mich? Nö, gut. Kann man hochrennen. Jetzt da müssen alles genauer durchgucken. Das. So. Okay, da ist der Shotgun-Part. Zack. Schmeiß ich das auch mal runter. Ich schmeiß alles runter, was mir in den Weg kommt. Are you serious? Seriously? Bam! Buch. Ich bin kein Harry Potter Fan. Noch kein Harry Topper Fan. Harry Topper. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht Harry Topper. Blililililim. So. Wenn wir unterirdisch versuchen, oder halt durch den Keller, um wieder zu ihr zu kommen. Oder halt wieder hoch, weil da waren ja noch ein paar Sachen. Sobald ich die Tür höre. Tür. Ah. Oh, Tür auf. Ah. Oh Gott, sie ist gerade reingekommen. Ah. Hilfe! Ah. Kurz Granny hochlocken. Oh mein Gott, hey, das war ja mal eine knappe Verfolgungsjagd. Schade, dass man ihr nicht einfach den Hammer überbraten kann. Schade, dass man ihr wirklich nicht eine mit dem Hammer überbraten kann. Das wäre noch ein cooler Weg, sie zu besiegen. Oder dass man ihr den Hammer quasi ins Gesicht schmeißen muss. Bam, 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 bam. Jetzt kommt sie. Annie.
Hilfe! Ah! Ach Gott. Hast wohl wieder ein bisschen zu vergammelte Kichererbsen gegessen, dass du so komisch kicherst. Ich habe, bevor ich jetzt weitergehe, noch kurz eine Frage an euch. Und zwar habe ich ja vorhin, also das letzte Video, oder halt in der Albert Custom Night, habe ich ja so viele Animatronics. Ihr könnt mir vielleicht so verschiedene Challenges reinschreiben, die ihr mal haben möchtet. Aber bitte nicht Nightmare Puppet. Bitte nicht Nightmare Puppet. Oder Rockstar Barney oder Afton. Oder Molten Freddy. Toy Freddy? Nein. Also die 5 oder 6 gehen nicht. Die will ich nicht. Die mag ich nicht. Die möchte ich nicht in der Nacht haben. Die gehen mir einfach auf den Sack. Was soll ich jetzt machen? Moment. Was ist da eigentlich? Granny? Granny? Huhu. Weird. Bisschen weird. Wo ist sie denn? Hast du schon gehört? Jetzt watschelt da hin und dann springe ich runter. In das Badezimmer und schau mal da, ob es was da gibt. Hallo, Granny. Granny! Bleibst denn du? Das ist genau wie die Deutsche Bahn. Sagt irgendwie. Was? What? Was? Was? Hä? What? Kaki. Erstmal das durchsuchen. Schnell raus! Muss ich raus! Hup. Hopp! Hoppala! Hopsala! So. Blilililim! Bimbelibilim! Klingeliling! Klingeliling! Jetzt kommt der Weihnachtsmann! Ach Gott! Okay, oben. Hat sogar die Tür aufgemacht. Kurz den Kaki, den Kofferraum aufmachen. Und nicht die Stoßstange runter. Ist da was drin? Nö. Hui! Kaki auf den Boden, droppen. Jetzt schnell im Schrank verstecken. Das ist nämlich auch so ein guter Trick. Wenn ihr unten feststeckt und nicht das Risiko eingehen wollt, dass ihr in der Sauna drauf geht oder dass ihr es in die Sauna locken müsst und auf einmal dreht sie sich zu euch um und batscht euch eine, während ihr sie eigentlich einsperren wollt, schmeißt einfach was beim Auto nach vorne und versteckt euch in dem Schrank. Das ist er ja. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Hochwatschen, fertig. Geschafft. Seht ihr? Der Trick ist, glaube ich, sogar ein bisschen... Wie soll ich sagen, ein bisschen sicherer. Ach komm, versuchen wir gleich noch hier. Sparkplug, okay. Das Auto, nochmal was. Das brauche ich auch noch fürs Auto. Mensch, hey. Ich bin mal müssen. Drop mal was. Sollst du gleich durchwatscheln? Wenn sie rauskommt. Aha. Schnell wieder ins Haus.
Geht auch. Boah, fast wäre ich auf die Bärenfalle draufgelatscht. Ich hatte es fast vergessen. Was mit der Bärenfalle? Ich war fast wirklich einfach gleich auf die Bärenfalle gelatscht. Die da hingelegt hat, die böse alte Schachtel. Ich bin eigentlich noch ein bisschen unstimmig, was wir eigentlich machen wollten. Welches Ende? Also welches Ende wir zuerst mal machen wollen. Moment. Ich glaube das mal. Drop it. Schlöcherei. Ah, das ist die Handle. Können wir gleich wieder unser Business ein bisschen handeln. Ist Granny Business? Wo ist Granny Business? Keine Ahnung. So wie es aussieht, definitiv im Ugly Business oder sowas. Mensch, ich merke meine Jokes. Ah, hi. Granny. Ich hab's mal versucht. Ihr müsst warten, bis er wirklich runtergerannt ist. Dann könnt ihr raus. Schnell nach oben und oben durch. Düt, hup, hup. Shoot. Einmal frei sein, einmal dabei sein. Auf geht's, hup, hup. Blablabam. Juice. Seht ihr denn? Pfefferspray. Alter. Wie ich einfach gerade meine Speedrun-Skills auspacke. Jetzt soll sie hier runtergewatscht kommen, oder? Drop it. So gedroppt. Mach mal kurz Schubladen auf. Ich hab sie gedacht, da drin was versteckt. Dann haben wir hier die Handle. Oder wollen wir zuerst die Batterie? Wenn ich jetzt die Handle droppe, dann bleibt sie stehen und dann watschelt sie wieder hoch. Dann watschelt sie wieder da drüben hoch. Das will ich auch nicht. Ach Gott. Bitte sieh mich nicht. Ich bin nicht da. Ich bin nur Luft. Ich bin einfach nur heiße Luft. Also es ist die Cutting Pliers. Aber dann. Seriously. Jetzt müssen wir oben durch. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das gehört hat. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat sie gehört. Weil hallo, was ist denn das bitte für ein oben bitte? Alter! Was ist denn das für eine laute Händel? Das ist ja keine Händel mehr, das ist eine. Okay. Ich habe gerade keinen Joke auf Lager. Das ist keine Winch-Handle, das ist eine Sound-Handle. Alter, das müssen wir mal ein bisschen runterhandeln. Alter. So. Hopp. Runtergehüpft. Ich bin ein junger Hase. Eben nicht, du alte Hexe, du. Bruh. Bruh. Ich glaube, ich sollte am besten mal alles organisieren, was ich irgendwie hier für draußen brauche. Dann brauche ich doch den Playhouse Key. Dann die Melone ist eine Küche. Ich könnte nachher auch runterwatscheln. Mal kurz runter rushen. Verstecken und tatsächlich. Jetzt geht's ins Haus. Hopp! Immer wieder rein. Immer rein spaziert. Zack. Lol. Einfach mal nice. Melone drin. Ich muss mal hochfahren. Ich habe ein bisschen Schiss, dass er plötzlich aufmacht.
Engine Parts. Immer die Motorteil. Dumm. So. Aha. Oh, macht's auf. So, lässt ein bisschen frische Luft rein. Das ist rausgewatschelt ins Haus, oder? Das ist kein Gartenhäuschen. Und was wäre bei der mit dem Garten? Zack. Nehmen wir gleich ein Weapon Key. Shoot. Ah! Also ist gleich rein. Sie ist gerade reingerannt. Oh, oh. Okay, wenn sie jetzt runterrennt, ist natürlich super. Wo bleibt sie? Okay, da ist sie. Schick mich. Jetzt rennt sie runter. Super. Ha! Nice. Jetzt kann man super einfach. Einfach gerade den Crossbow holen. Shoot. Dang it. Dang it! Drop it! Bumm! Jetzt rennt sie hoch. Doch wenn sie mich plötzlich angreifen sollte, ich habe ja meinen Crossbow hab ich abgeladen. Ach Gott, jetzt muss ich allen jetzt rum. Ach komm, ich erschieße kurz. Aber mit dem Crossbow und nicht mit der Shotgun. Wenn es mit der Shotgun ein bisschen epischer wäre. Ist auch egal. Kommst du? Hallo? 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 Ha! Ha! Nice! Sniper Skills ever! Jetzt sagt mir nicht, die blockiert die Treppe. Granny. Granny! Alter! Ja, ich weiß! Jetzt geh da weg! Als ob die jetzt die Treppe blockiert. Seriously? Oh Moment! Da drüben kann ich hoch, oder? Jetzt lass mich durch! Zack! So! Granny's Leichnam ist dämlich, ey. Noch dämlicher als sie, wenn sie lebt. Echt jetzt. Oder ich glaube sogar, ihr Leichnam ist klüger, als wenn sie tot ist. Blalalalam. Zack. Jetzt die ganzen Schrauben fürs Extra, für das Zusatzschloss. Boom, macht's gleich einen Sound. Lalalalalat. Sind doch ziemlich schnell jetzt. Bom. Alter. Puh. Zack. Zack. Safe Key. Ja. Safe Key. Super. Super safe mit dem Safe Key. Ja, den Joke muss ich andauernd bringen. Sorry. Aber der passt einfach. Ja. Warte. Hä? War nicht noch was rot? Hä? Okay. Halluziniere ich? I don't know. Weiß ich nicht. Bevor ich es einsetze. Bap. Sorry, falls ich ein bisschen übervorsichtig bin, aber nicht, dass uns Granny plötzlich eine batscht und wir sterben. Was passiert eigentlich, wenn ich was in die Sauna schmeiß, die Tür zumache und verbarrikadiere? Schlägt sie den Balken auch weg? Alter. Oh. Sie hat's gehört. Oh, hi, Granny. Also, warte, hä?
Ah, das war's, was ich gesehen habe. Ah, das war's. Zeichen, wo ich den. Moment, hab ich. Ich bin bereit zu schießen. Treffe ich? Ich treffe! Ja, wenn sie auch so offen rumsteht. Hey. Körperliche Nähe? Ja. Ja, okay, ein bisschen, aber echt, dass du gleich mal deinen Kopf auf meine Füße wirfst? Nein, danke, bleib weg. Christi. Für einen Vogelbau braucht man noch Birdseed. Wo habe ich den Hammer? Da ist der Hammer. Wo habe ich den Hammer? Da ist der Hammer. Zack. Boom! Kamera kaputt. Warte. Ah, Kakwi. Was ist mit der Tür? Geh die nicht auf? Ich meine zu. Was? 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 Nochmal brauche ich nicht mehr. Nicht mehr. Moment, ich könnte es auch herlocken. Stipp. Warte kurz. Zack. Ich drop das mal kurz und renn rüber. Zack. So. Ja. Wo können die den Special Key versteckt haben? Da unten. Oh. Da könnte ich noch einen Crossbow brauchen. Was ist denn da eigentlich drin? Master Key, okay. Aber ich bin hier nicht der Master. Granny ist der Master, nicht ich. Ich bin nicht der Master. Zack. Ja. Hat wahrscheinlich irgendwie so Leitungsprobleme, dass hier alles unter Wasser steht. Brrp. Nope. Das ist die Freeze Trap. Die Freeze Trap. Was ihr euch jetzt fragt, das ist denn die Freeze Trap. Die können wir brauchen für Granny. Ah, du hast den Players Key. Gib her. Oh, ich verprügel dich. Warte, wo ist sie gerade? Warte, wo ist sie? Shoot. Brumm! Alter, wie das knallt, ey. Alter! Klack! Der ist zugefallen. Jetzt wird. Da sind. Das ist das Special Key. Wenn sie da steht, dann ist es super. Kurz den Special Key da drauf schmeißt. Ja, ist vielleicht auch so laut, weil das so. Vielleicht ist es das. Das ist speziell am Special Key. Hey! Du bleibst schön hier. Bam! Du rennst nicht rum! Rennen in deinem Haus ist ja verboten. Das hast du dir selbst auch verboten. Nee? Nee? Hä? Nein, hast du nicht. Mensch, die Stimme zu imitieren ist so schwer. Wenn wir plötzlich eine Batsche, dann ist es fies. Das hier.
gleich verstecken und sie dann anschießen mit dem Crossbow. Aber, Moment. Wenn Granny dahin watschelt, ich sie abschieße und der Pfeil dann runterfällt, das wäre natürlich nicht schön. Bumm! Ha! Stell den Pfeil auf, sag mal, wo ist er? Das ist der Pfeil, das ist der Pfeil. Ja, nimm ihn! Ja! Ja, es ist umgefahren für 2 Minuten, okay. Schnell hoch, 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 hoch. Sniper-Skills, Sniper-Skills. Sniper-Skills. Ja, super. Spinny ist besser, muss sehen. Ah, Birdseed. Birdseed, Vogelfutter. Futter von Vogel. Den kann man leider nicht so oft füttern, kann, weil er platzt. Wohl wäre auch ein bisschen jetzt, wenn der auf einmal pum platzen würde. Aber sehr cool, wenn der, wenn dem sein Magen sich irgendwann so aufblähen würde und Ende könnte der gar nicht mehr fliegen. Wie, wenn er versuchen würde zu fliegen auf den Boden fallen. Obwohl, nee, ist nicht so witzig. Und für solche, die Vögel lieben. Sorry für alle, die Vögel mögen und ich jetzt Witz über Vögel mache. Sorry. Aber stellt euch das mal vor. In diesem Spiel, dass man da den Vogel so füttern kann, bis er wirklich so fett ist. Oder so dick ist. Oder dass er so viel gefuttert hat, dass er am Ende zerplatzt. Oh, hi. Moment. Bin das nicht ich? Okay. Und da bekommt das Sprichwort den Kopf bei der Sache behalten eine ganz neue Bedeutung. Wie? Bumm. Jetzt haben wir die Freeze Trap. Jetzt fragen sich vielleicht viele, was ist denn so besonders an der Freeze Trap? Ganz einfach. Du kannst sie unendlich lange verwenden. Das ist quasi die ultimative Waffe gegen Granny. Blip. Und zwar müssen wir sie einfach triggern. Nicht dahin. Dahin. Ach Gott, ey. Weiß doch einfach dahin, wo ich es möchte. Ja, klar, auf die Freeze Trap. Auf die Freeze Trap drauf. Und zwar, wenn Granny auf die Freeze Trap trifft, dann wird sie, glaube ich, sogar ein bisschen länger betäubt. Und wird dann eben auch besiegt. Und das Ding kann man unendlich oft einsetzen. Das ist einfach wirklich heftig. Also, ich quasi wie. Du kannst es mit dir rumschleppen. Du hast keinen nervigen Pfeil, den du genau suchen musst. Und du musst so nicht nah. Und du musst so auch nicht so nah an Granny ran. Du musst sie einfach dazu bringen, dass sie drüber watschelt. Einfach das. Fertig. Wenn du das hinkriegst, super. Hey, Granny. Blip. Komm, tritt drauf. Ja, als ob du noch nicht. Komm doch noch einen Zentimeter näher, komm schon. Bist du zu dumm dafür, hm? Entschuldigung. Hallo. Hier unten. Juhu. Hier unten. Ich war circa einen halben Meter von dir entfernt und du siehst mich nicht. Komm jetzt. Ach. Ist das gerade ein Scheiße ernst, echt? Ach komm, noch näher kommst du nicht ran, ne? Nee? Dann lohnt sich dich ja kurz weg. Piep. 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 So, wenn du jetzt nicht drauf latschst, dann kapier ich nichts. Als ob. Gott. Piep. Boop. Ja! Jetzt hat sie eingefroren für 2 Minuten und sobald sie etwas berührt, explodiert sie. Boom! Das hast du davon, wenn du mich nervst, Granny. Und das ist immerhin für 2 Minuten, also eine richtig gute Waffe. Mit der Shotgun kannst du sie natürlich für 2 Minuten und 30 Sekunden weghauen, aber die Shotgun hat begrenzte Schussmöglichkeiten. Also kannst sie nicht unendlich lange so lange betäuben. Irgendwann gehen dir halt auch die Kugeln aus. Und da musst du halt auch gut zielen können. Also, Birdseed, gehen wir gleich zum Vogel, lock mal raus, hinaus.
In die freie Wildbahn. Nee, 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 nicht in die freie Wildbahn. In die Wildnis. Und was ist eigentlich der Unterschied? Keine Ahnung. Ist auch egal. So, auf zum Vogel! Auf zum Vogel! Auf zu der Bowl. Wenn man die Bowl. Den Playhouse Key. Kann ich dem. Eine. Was? Junge? Wie viel kann dieser Vogel auf einmal bitte futtern? Jesus Christ. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr irgendwie Spinny erschießen wollt oder so. Weil das wird wahrscheinlich fast jeder machen, der Spinnen hasst. Einfach mit der Shotgun hoch, Miet auf den Teller. Also der was zum Fraß vorwerfen und sie dann erschießen. Alter. Diese lauten Grillen, ey. Diese Grillen muss man grillen. Okay, check ich selbst nicht. Hör auf. Hör auf. So. Da raus. Einfach das. Ah, da Shotgun-Part. Wo brauche ich den noch? Den brauche ich ja nicht. Den brauche ich ja nicht. Also wie schon gesagt, ihr könnt mir bei der alten Custom Night verschiedene Challenges, also halt in den Kommentaren schreiben, ob ich vielleicht mal so eine FNAF 3 Challenge machen soll. FNAF 4 Challenge. Obwohl FNAF 4 Challenge, da müsste ich auch dann reinpacken. Weil das ein bisschen verbuggt ist. Das ist ein kleines bisschen verbuggt. Gesagt. Boop. So. Jetzt aber. Jetzt latscht sie wahrscheinlich nicht drauf, weil sie nicht dumm ist. Sie ist nicht dumm. Sie ist nicht dumm, die alte Hexe, ey. Komm, warte drauf. Bist du allen so doof? Komm her. Ich soll was nehmen. Was ist das? Remote Control? Gleich vor die Treppe. Als ob du nicht drauf latschst. Ja! Endlich, hey. Das ist auch eine. Si Dammit. So. Jetzt los. Lauf! Und hole das Benzin. Dann können wir auch noch gleich die Ranch holen. Die Ranch. Gasoline. Also Benzin. Was ist eigentlich? Biogas? Was ist es? Methangas? Nuklearer Treibstoff? Was weiß ich was? Immer gleich einen Wrench, gehen zum Auto runter und bauen es zusammen. Dann brauchen wir noch. Ja, die Carbattery habe ich aber hingeschmissen. Granny. Sparkplug brauche ich dann noch und den Padlock Key. Moment. Der Padlock Key könnte im Playhouse sein mit den beiden Cartwheels. Ich kurz verstecken. Ich verstecke mich vor Granny zum 2000. Mal. In diesem Jahr. Aber ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass es bald noch coolere Updates für Granny geben wird. Und ich werde auch immer wieder mal Minecraft euch ein bisschen updaten, wenn vielleicht etwas Neues rausgekommen ist oder so. Vielleicht werde ich auch wieder mal so eine Map Let's Playen. Dann werden wir vielleicht versuchen, irgendeine Challenge zu schaffen. Oder so. Können wir ja mal machen. Kann ich ja versuchen. So. Renny? Renny? Das wird jetzt schon 2 Minuten circa gedauert haben, um jetzt den Engine-Part mit dem Branch festzuziehen und da Gasoline und dann auch noch den Wrench zu holen. Oder die Wrench.
Ey, hallo, kommst du mal? Hallo? Echt jetzt? Ah, kommt sie doch! Einfach so extrem spät, dass ich sie nicht höre! Wie dumm bist du, Renny? Dich ist er gar nicht verlass. Also lass mich durch. Dann geht da die Freestrap hin. Komm. Ich muss wie ein bisschen auch den Köder spielen. Boom. Ist sie wohl kaputt gegangen. Alte Damen sind ja sehr zerbrechlich, aber jetzt, dass sie gleich wenn sie vereist sind. Nur sogar so eine Lampe berühren. Bumm! Zerfliegen in jegliche Körperteile. Holy crap. So, schön drüber. So, kurz das Cartwheel. Zack. Schnell machen. Schnell, schnell, schnell. La la la. Falala, tralala. Ich mit meinem Turbo. Ich hab Hypergeschwindigkeit. Ich kann in der Zeit zurückreisen. Meiner Supergeschwindigkeit. Das zweite Cartwheel holen. Zweites Cartwheel. Dann sollte man, glaube ich, alles fürs Auto haben. Wenn jetzt da der Padlock hier. Obwohl. Die kann doch sonst nichts mehr sein, weil so viele Keys gibt es ja gar nicht. Ja, Bad Luck Key. Geschafft. So. Master Key brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Moment, warte. Wo ist Granny? Freestrap einfach mal hier drauf. Padlock hier hin. Zack. Jetzt, sie muss die Treppe runterkommen. Muss. Sie muss die Treppe runterkommen, weil sonst kommt sie ja nicht an den Key ran. La la la. Ha 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 ha. Ab. Und. Ha! Dumm. Du bist dumm wie Brot, Granny. Ach komm. Bam. Das sieht so heftig aus, wie die einfach bumm zerspringt in jegliche. Hallo. Auf. Car Battery. Oh, verdammt, ich brauche noch Spark Plug. Kurz Kofferraum zu. Wo war noch ein Sparkplug? War auch noch irgendwo. Sparkplug. Sparkplug. Ah, da war. Da ist das Sparkplug. Schmeiß ich mal kurz runter. Mal kurz das Gasoline, also das Benzin. Was? Warte. Ah, da. Rollten alle Seelenruhe runter. Uff. Alter. So, Auto ist gefixt. Jetzt braucht es noch Treibstoff. Dann sind wir bereit abzufahren. Und so, kurz Kofferraum nochmal aufmachen. Und auftanken. La la la. Auftanken. Tanken, tanken, tanken. So, Gasoline weg. Zack. Wo ist denn der Kaki? Wo habe ich denn den hingeschmissen? Irgendwo hier vorne, da war er. Einsteigen, Start. Hier hinten. Boom! Aua. Rückwärts.
Boom! Und jetzt. Ich möchte noch ganz kurz was anschauen. Wie sieht denn das Auto aus? Kofferraum ist weg. Aber die Tür hält's noch aus. Lol. Boom! Boom! Und wir sind entkommen. Haha. The End. Ja. Das war's dann auch wieder für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Also, ciao.